Was für ein Tag gestern, alter Schwede. Wir haben gestern so gesehen hier uns entschieden, dass wir die Hilfe von MIG annehmen, die unsere Schüler haben eine Crowdfunding zusammen mit MIG organisiert und dadurch konnte die Rechnung unserer Mutter im Krankenhaus bezahlt werden. Unsere Mutter hat uns dann noch eine Menge erzählt über unseren Vater, über ihren Bruder Roy. Und wir haben irgendein komisches Gerät, Adrianas alter Chip, wie ist das Ding in Adrianas Kopf gekommen? Das haben wir bekommen. Jo. Und jetzt haben wir hier oben auch nicht mehr die Polizeistation zum Arbeiten. Das bedeutet, wir können dort nicht mehr arbeiten gehen. Was passiert, wenn ich jetzt hier hingehe? Wachtmeister, hallo, ich habe gute Nachrichten. Es gibt nichts mehr zu sagen, Wachtmeister. Du hast die Polizeiuniform mit Verbindung zu einem illegalen Element namens MIG befleckt. Und jetzt könnt ihr beide in dieser alten Turnhalle vergammeln, bis wir sie zumachen. Gib deine Dienstmarke ab und verabschiede dich von all deinen Privilegien. Du bist kein Polizist mehr. Okay. Damit wäre das auch geklärt. Wen sehe ich denn da? Einen gescheiterten Polizisten? Leider ist seine Chance, zur Polizei zu gehören, schon lange vorbei. Ich wollte das sowieso nie wirklich. Brich nicht das Gesetz, mein Sohn. Eines Tages werde ich das Fitnessstudio schließen, du wirst schon sehen. Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Heißt, wir können da gar nichts mehr machen. Ich würde jetzt erstmal Essen kaufen. Und dann hier zum Traumlabor, weil er kennt sich ja mit Elektrogramm aus. Weißt du, was das für ein Ding ist? Lass uns mal nachsehen. Verdammt nochmal. Nein, ich habe keine Ahnung, was es ist. Warum hast du dann gerade verdammt gesagt? Habe ich das? Ja. Bist du dir sicher? Emmett, ja. Ich hatte einen Krampf im Bein. Emmett, wenn du etwas verheimlichst. Ach komm schon, warum hackst du auf einem alten Mann herum? Ich sage, ich weiß nichts. Hau ab, ich muss zum Arzt. Okay. Ich will mal kurz hier gucken. Da kann man nichts machen. Hier unten. Da können wir auch nichts machen. Könnten wir irgendwas in der Kanalisation jetzt machen? Gibt es da irgendwas Neues? Nee, hier sind immer noch die zwei Bereiche. Also wieder raus hier. Achso, hier komme ich ja direkt zu Ding. Okay, dann. Zum verlassenen alten Haus, da müssen wir jetzt hinlaufen. Vielleicht kann uns Little Bobo helfen. Weißt du, was das für ein Ding ist? Es sieht aus wie ein GPP-Chip, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Er ist viel einfacher und klobiger als die, die wir jetzt benutzen. Woher hast du ihn? Aus dem Kopf meiner Mutter? Ich hoffe, das ist eine Art Euphemismus. So etwas im Kopf eines Menschen ist, ja, ich weiß, unglaublich gefährlich. Genau. Tut mir leid, Mann. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Kleinen Moment. Alter Schwede. Das ganze Vorlesen bei so viel Text, das ist. Fragen wir mal Casey, ob er weiß, was das ist. Oder Bill. Ja, ihr mit eurer Pizza. Nein, die können uns gar nicht sagen, was wir wollen. Was können wir denn noch machen?
Apu. Nee, Apu, bei Apu waren wir eben. Hier vielleicht. Nein. Im Turm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wen wir wegen dem Chip fragen sollen. Er hört nie auf mich. Ah ja. Dann zum Krankenhaus. Weißt du, bei Pharmacom fehlt es uns leider an kompetenten Fachleuten auf deinem Fachgebiet. Mein Fachgebiet? Den Leuten ins Gesicht zu schlagen. Ach, richtig, ja. Also, hast du vielleicht Lust auf ein bisschen Arbeit? Ich bin ganz Ohr. Im Großen und Ganzen läuft unsere Organisation reibungslos unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsdienstes. Wie eine seelenlose Maschine zermalmt er rücksichtslos das Leben der normalen Bürger. Klingt episch und furchtbar. Genau wie es die Natur vorgesehen hat. Aber es gibt einige Menschen in dieser Stadt, die sich anmaßen zu denken, dass sie ihre Schulden bei uns nicht begleichen müssen. Da ist dieser freche Penner im Ghetto. Der Kerl mit dem Hawaii-Hemd, der in der Tower Hall herumhängt. Und unser geheimer Kunde, der sich auf dem Schrottplatz aufhält. Es ist nicht nötig, dass du sie schlägst. Gib ihnen einfach diese schwarzen Punkte und sie werden sich von allein in die Hosen machen. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Das können wir wegmachen. So, Pharmacom schwarzer Fleck haben wir 3 Stück bekommen. Gib den Schultern schwarze Flecke und kehre zum Doc zurück. Okay, da ist nichts Neues. Also, dann einmal hierhin. Der Typ. Hola, sag, was du sagen musst und zwar schnell oder verschwinde von hier. Also gut. Diese verdammten Bastarde. Glaubst du, die haben mich erwischt? Hä? Mich, den schwersten zu fassenden, unberechenbarsten Teufelskerl auf diesem Planeten? Den werde ich es zeigen. Ich werde es ihnen zeigen, Mann. Sie haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde das tun, was ich am besten kann. Auf dem Planeten. Ich werde mich verstecken, damit mich keiner dieser verdammten Idioten finden kann. Du kannst es diesen Sesselpupsern sagen. Viel Spaß beim Suchen, ihr Idioten. Ah ja. Du bist immer noch da. So, wem sollten wir noch eine geben? Schrottplatz. Soll ich das wirklich tun? Okay. Danke, ich werde dein Feedback weitergeben. Nein, ich habe kein Leckerchen. Mach's gut. So. Wem? Ich habe da jetzt nicht so aufgepasst. Bei Apu. Nee. Unter der Brücke. Nein. Dem Opa. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Warum 3? Dem ganz bestimmt nicht. Polizeistadt, nee. Erstmal Brücke probieren. Nein. Polizeistation.
Glaube ich auch nicht. Doc. Nein. Stadtghetto. Nein. Ich weiß es nicht. Bobo. Nicht Bobo, oder? Was ist passiert? Ach nee. Oder? Was sagt er denn da? Das ist ein lobenswerter Wunsch, aber was? Mir wurde gesagt, dass du immer in Mix alter Turnhalle abhängst. Na und? Also kann ich dich nicht mehr bezahlen. Ich kann nicht beschuldigt werden, Terroristen zu finanzieren. Bitte was? Was? Wir sind keine Terroristen. Wir trainieren nur Kinder. Nun, es gibt ein paar Details, die ich nicht näher erläutern kann. Akzeptiere es einfach. Du arbeitest hier nicht mehr. Das war's also? Ja, das war's. Wie kann ich mein An... Ich will mich auf... Nee, du solltest lieber die Kinder von der Straße ausbilden. Es gibt etwas, bei dem du uns helfen kannst. In letzter Zeit mangelt es meinen Mitarbeitern an der Ausdauer, für die wir berühmt sind. Sie können ein paar illegale Chemikalien in ihrem Essen gebrauchen. Ich meine diese Booster, die der Schmuggler unter der Brücke verkauft. Bring uns einen großen Ausdauerbooster und wir werden dich ein bisschen besser behandeln. Okay, dann gehen wir mal hier runter und kaufen mal so einen Ausdauerbooster. Ja, welcher? War es der große? Großer Ausdauerbooster. Ich glaube, der hier war es. Ich glaube, ich hoffe es. Ja. Lecker. Jetzt wird es auf der Farm ein bisschen besser laufen. Oh, wir sind jetzt bei 100 angelangt. Okay. Ich will wieder auf deiner Farm arbeiten. Nee. Okay, dann. Gut. Hier auch noch vielleicht. Übrigens, was deine Arbeit angeht, du bist ein guter Bieger, aber. Wir haben gehört, dass du mit einem Kriminellen namens Mick zu tun hast. Mick, er ist kein Krimineller, er ist ein Trainer. Bla bla bla, ich will nicht ins Detail gehen, Genosse. Ich will dich nur warnen, um der alten Zeiten willen. Du kannst hier nicht mehr arbeiten. Und bitte keine Tränen. Aber ich wollte doch gar nicht weinen. Ich habe nicht mit dir geredet. Geh. Ich will wieder auf dem Schrottplatz arbeiten. Tut mir leid, genauso hier gibt es keine Arbeit für einen Karatelehrer für Kinder. Wie kann ich mein Ansehen in eurer Gang steigern? Du meinst, ihr wollt mehr als nur Kameraden sein? Was? Nein, ich... Entspann dich, war nur ein Scherz. Bring einen großen Kraftverstärker mit den der Schmuggler unter der Brücke verkauft. Bei unserer Arbeit schadet ein bisschen extra Kraft nie. Das war mir eigentlich fast klar. Moment, ich will kurz gucken. Der Große. Ja, bitte. Ach, wir können ja keinen mehr kaufen. Das dauert ja immer. Okay. Und bei der Clubstraße werden wir auch gefeuert, oder? Übrigens, was deine Arbeit angeht, ich muss sagen, du kochst gut, aber die Leute sagen, dass du mit einem gewissen Mike oder Mick in Kontakt stehst. Ja, Mick, wo ist das Problem? Wir bilden nur Jungs von der Straße aus.
damit sie in dieser herzlosen Welt für sich selbst eintreten können. Das ist es, das ist das Problem. Es ist, wie soll ich sagen, zu sehr gegen das ganze System, weißt du? Niemand will sich mit Rebellen anlegen und meine Chefs sind da keine Ausnahme. Also kannst du hier nicht mehr arbeiten. Tut mir leid. Es tut dir nicht wirklich leid, oder? Weil du Kindertrainer geworden bist, kommt das nicht mehr in Frage. Okay, also, das ist ja, alter Schwede, das ist ja hinter 40 ohne Ende. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber wir sind jetzt aus allen drei Berufen, die wir vorher hatten, gekündigt worden. Das, alter Schwede. Das ist hart. Das ist richtig hart. Wahrscheinlich hat der Wachtmeister, weil wir uns hier für diese Seite entschieden haben, überall das Gerücht verstreut, mit Krimineller, bla bla blub und so weiter und so fort. Und gut, ich glaube, wenn wir die Polizeikarriere einschlagen würden, dann würden wir auch nicht mehr bei denen arbeiten dürfen, weil die dann sagen, wir sind Polizist und deswegen können wir nicht mehr bei ihm arbeiten. Das ist mein, also das denke ich jetzt. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das letzte Ding hier abgeben kann. Wegen den Schuldnern vom Pharmakon. Schrecken in die Herzen der Bastarde zu sehen, die denken, dass sie ihrem Schicksal entkommen können. Gib einfach an drei unserer ehemaligen Kunden weiter. Einer dieser Bastarde ist ein Penner aus dem Ghetto, ein anderer Kerl Hawaii-Hemd und Schrottplatz. Ghetto. Da waren wir doch gewesen. Ach, da hinten. Echt jetzt? Moment. Landstreicher, auch bekannt als Rutger Hauer. Wer Rutger Hauer nicht kennt, Rutger Hauer ist ein Schauspieler, der zum Beispiel in Blade Runner mit Harrison Ford damals hat der den Oberbösewicht von den, wie hieß es, ja, von diesen Robotern gespielt gehabt. Entschuldigung, schwarze Punktlieferung. Was zur Hölle? Die verfolgt mich, als ich ein blinder Vietnamkriegsveteran war. Die verfolgt mich, als ich ein entlaufener Replikant war. Also Replikant heißt es genau. Die verfolgt mich sogar, als ich im Mittelalter eine Söldnerbande anführte. Jetzt bin ich ein Landstreicher. Was machen sie? Sie verfolgen mich. Tut mir echt leid. Das wird dir nicht helfen, Junge. Situationen wie diese sind viel einfacher, wenn du eine Schrotflinte hast. Eines Tages werde ich eine Schrotflinte finden und dann wirst du dir in die Hose machen. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Wir gehen dann morgen zurück ins Krankenhaus und holen unsere Belohnung ab. Dann bis morgen.